women and eggs, we don't want to die in hospital. Des femmes et des œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es geht um das Thema Patientenverfügung. Ich habe mir dazu das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale besorgt. Das hat mehrere Themen, unter anderem auch das Thema Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Testament. Wir sind, oder ich bin, auf Seite 17 angekommen. Das erste Thema ist Patientenverfügung und es steht da, was in einer Patientenverfügung geregelt werden sollte. Den ersten Abschnitt habe ich in der letzten Sendung vorgelesen. Da gibt es ein wichtig. In Deutschland ist aktive Sterbehilfe verboten. Deshalb sollten Sie in Ihrer Verfügung keine entsprechenden Wünsche aufnehmen. Das ist formal juristisch wichtig. Es kann sein, dass die ganze Verfügung ungültig wird, wenn man Wünsche zur aktiven Sterbehilfe hinzunimmt. Ja, ansonsten habe ich ein Interview vorgelesen mit dem Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Da geht es auch um die Grundsätze dieses Verbandes. Vom ersten Eindruck her nach diesem Interview, ich würde mich auch an diesen Verband wenden und mir da Hilfe holen. Ansonsten wird hier immer wieder auf den Hausarzt hingewiesen und auf Fachärzte für Palliativmedizin, an die man sich wenden kann. Es geht mit einem gut zu wissen los. Niemand darf gezwungen werden, eine Patientenverfügung aufzusetzen, wenn ein Altenheim oder Krankenhaus bei der Aufnahme eine Patientenverfügung verlangt, ist das ungesetzlich. Es gibt 7 Schritte zur Patientenverfügung und ganz am Anfang gibt es 5 Gründe, seine eigenen Angelegenheiten zu regeln. Wenn man das erste Mal liest und sich anguckt, wird einem so ein bisschen schummrig. Das Thema ist mit Angst besetzt und leider auch vollkommen zu Recht mit Angst besetzt. Nichtsdestotrotz lohnt es sich meiner Meinung nach. Es wird auch immer wieder auf den Schluss hingewiesen. Die Patientenverfügung muss eine bewusste Entscheidung sein. Und es gibt Fragen zu den persönlichen Vorstellungen, darum geht es nämlich in der Patientenverfügung und diese sind auf den Seiten F3 bis F8 und danach kommt Textbaustein. So, was in einer Patientenverfügung geregelt werden sollte, so nähern Sie sich dem Thema. Die Patientenverfügung dient dazu, Ihr Selbstbestimmungsrecht als Patient umzusetzen. Versuchen Sie möglichst genau zu beschreiben, für welche Situationen die Patientenverfügung gelten soll. Das hilft Ärzten, dem Bevollmächtigten oder dem Betreuer eine Entscheidung. Das hilft Ärzten, dem Bevollmächtigten oder dem Betreuer eine Entscheidung zu treffen. In den Textbausteinen ab Seite F11 sind Behandlungssituationen beschrieben, für die Sie eine Regelung treffen sollten. Also es gibt auf Seite F11 Behandlungssituationen, für die eine Regelung getroffen werden sollte. Ich lese mal vielleicht einen vor, wenn mich das auch interessiert. Situation, für die Verfügung gelten sollte, nehmen wir mal C. Wenn ich aufgrund einer Hirnschädigung voraussichtlich dauerhaft nicht mehr in der Lage sein werde, mit meiner Umwelt in Kontakt zu treten oder mit meinen Mitmenschen zu kommunizieren, Wachkoma. Auch wenn es eine geringe Chance gibt, dass ich aus diesem Zustand aufwache, was gilt dann in dieser Situation? Das sind Sachen, zu denen man sich laut Meinung der Autoren dieses Heftes
äußern sollte. Es ist schon, ja, das ist unangenehm, sich damit zu beschäftigen, aber mir ist das, glaube ich, lieb, wenn ich dazu was sage. Okay. Also es gibt diese Behandlungssituation auf Seite, ab Seite F11, man soll sich dazu äußern. Und hier steht auch noch ein Hinweis, wie man sich äußern soll. Je konkreter Sie Ihre Wünsche schildern, desto sicherer können Sie sein, dass Ihr so geäußerter Wille auch befolgt wird. Also möglichst konkret. Daneben sollten Sie noch ergänzende Angaben zu Ihren Werten, Wünschen und Vorstellungen machen. Diese Schilderungen helfen dem Arzt in Situationen, die nicht zu den in der Patientenverfügung beschriebenen passen. Okay. Ergänzte Angaben zu Werten, Wünschen und Vorstellungen, damit der Arzt weiß, was er zu tun hat, wenn die konkrete Situation nicht in der Patientenverfügung beschrieben wird. Er hat so einen Anhaltspunkt, um Ihren Willen zu ermitteln. Anregungen finden Sie auf Seite F3 und folgende. Okay, zur Willensermittlung steht da vorher schon was. Ich finde das mit der Willensermittlung so ein bisschen irritierend, weil es Mutmaßungen sind und ich bin der Meinung, man kann konkrete Behandlungsgrundsätze verfassen, die immer gelten für jede Behandlungssituation. Vorstellungen, Wünsche, Werte, das sind abstrakte Begriffe, die sich erst im Laufe der Zeit ganz individuell für den einzelnen Menschen mit Inhalt füllen. Sie beziehen sich auf viele Lebensbereiche, zum Beispiel Wohnen, Essen, das Verhältnis zu anderen Menschen, die Verwendung von Geld, die eigene Haltung zum Fortschritt in der Medizin und zum Tod. Welche Erfahrungen haben Sie mit schwierigen Krankheiten gemacht? Kennen Sie Menschen, die lebensbedrohlich erkrankt sind, erkrankt waren? Haben Sie schon mal das Sterben und den Tod eines nahestehenden Menschen miterlebt? Welche guten und schlechten Erinnerungen haben Sie daran? Gibt es in Ihrem persönlichen Umfeld Menschen, die geistig verwirrt oder behindert sind? Wo waren für Sie die Grenzen der Belastbarkeit, sowohl für den Betroffenen selbst als auch für seine Angehörigen und Pflegepersonen? Gibt es in Ihrem Leben Grundsätze, die Ihnen besonders wichtig sind? Sind Sie religiös? Welche Folgen hat Ihr Glauben für Ihr Leben, zum Beispiel besonderes Essen, für Behandlungen, etwa den Verzicht auf Bluttransfusionen oder die Ablehnung von Organspenden? Und ihr Sterben, zum Beispiel der Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen und der Wunsch nach kirchlichem Beistand. Das sind solche Fragen, die da geklärt werden sollen. Anregungen findet man, wie gesagt, ab Seite F3. Ich glaube, die könnten da stehen. Was heißt für Sie menschenwürdig leben? Was heißt für Sie menschenwürdig sterben? Damit Ihre Wünsche wirklich umgesetzt werden, sollten Sie Ihre Patientenverfügung so aufsetzen, dass andere Menschen Ihre Vorstellungen nachvollziehen können. Beschreiben Sie Ihre Anschauung von Leben und Sterben so konkret und anschaulich wie möglich. Weil das nicht einfach ist, finden Sie in diesem Ratgeber Fragen zu einzelnen Lebensbereichen, die helfen, sich mit dem Thema Krankheit und Tod auseinanderzusetzen. Welche weiteren Situationen wären in Ihrem Leben denkbar? Scheuen Sie sich nicht, solche Aspekte zu ergänzen. Welche weiteren Situationen wären in Ihrem Leben denkbar? Scheuen Sie sich nicht, solche Aspekte zu ergänzen. Da steht was Wichtiges drin, direkt im ersten Satz. Der ist zwar nicht fettgedruckt, den finde ich aber gut.
Damit Ihre Wünsche wirklich umgesetzt werden, sollten Sie Ihre Patientenverfügung so aufsetzen, dass andere Menschen Ihre Vorstellungen nachvollziehen können. Wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig, da kommt nachfolgend noch die formale Anforderung an eine Patientenverfügung und man muss im Vollbesitz geistiger Kräfte sein. Wenn die Ausführungen nicht nachvollziehbar sind, dann wird es wie gesagt schwierig. So, Tipp. Setzen Sie sich mit Ihrem Verständnis von Leben und Sterben bewusst auseinander. Bevor Sie bei diesem Satz entmutigt das Buch zu schlagen, sollten Sie sich 2 Stunden für die Fragen auf den Seiten F3 bis F8 nehmen. Schreiben Sie auf, was Ihnen im Moment durch den Kopf geht und schauen Sie, wie weit Sie kommen. Sie müssen nicht alle Fragen auf einmal beantworten. Und jede Aussage lässt sich nachträglich wieder ändern. Sie werden sehen, wenn Sie erst einmal angefangen haben, finden Sie auf viele Fragen intuitiv eine Antwort. Ja, Krankheit auch, hat auch viel mit Gefühlen zu tun. Es geht auch um das persönliche Empfinden, es geht um das persönliche Empfinden in Grenzsituationen und das mit der intuitiven Antwort, die auch wichtig sein kann, wenn sie nachvollziehbar ist, ist sicherlich auch ein guter Hinweis. Vielleicht mögen Sie diese oder ähnliche Überlegungen mit Familienmitgliedern und Freunden diskutieren, finde ich zweifelhaft. Sowas ist immer sehr, sehr persönlich und ich weise nochmal auf das Menschenrecht auf informationelle Selbstbestimmung hin. Ich würde da erstmal von Abstand nehmen und mich eher an Leute wenden, die einem nicht zu nahe stehen, die gesetzlich eine weit geregelte Schweigepflicht haben. Der Hausarzt ist eine gute Ansprechadresse, der Facharzt für Palliativmedizin ist eine gute Ansprechadresse. Notare werden genannt. Notare sind deshalb Rechtsanwälten wahrscheinlich vorzuziehen, weil es geregelte Gebührensätze sind. Bevor ich zum Notar gehe, würde ich allerdings unbedingt in so ein Handbuch zur Vorsage gucken und mich mit dem Thema beschäftigt haben und auch was schriftlich fixiert haben. Notare haben unterschiedliche Schwerpunkte. Im Prinzip muss jeder Notar alles machen. Man kann sich bei den Kammern erkundigen, welcher Notar sich mit Patientenverfügung gut auskennt. Außerdem ist es gut, mit einer Ärztin oder einem Arzt Ihres Vertrauens über medizinische Behandlungsmöglichkeiten und Krankheitsfolgen zu sprechen. Solche Gespräche helfen, sich über Werte, Wünsche und Vorstellungen klar zu werden. Außerdem ergibt sich so die Gelegenheit, Vertrauenspersonen die eigene Ansicht darzulegen, die diese später auch gegenüber den behandelnden Ärzten vertreten können, sowie Wünsche und Möglichkeiten miteinander abzugleichen. Okay, da ist nochmal auf Ärzte verwiesen. Dann gibt es hier ein Interview, das lasse ich aus, das ist Gegenstand der nächsten Folge. Und mache weiter, das sind noch 2 kleine Absätze und dann sind wir auch fertig für heute. Nehmen Sie sich Zeit, die Fragen schriftlich zu beantworten, dann haben Sie bereits das Gerüst, um eine Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung zu verfassen. Wenn Sie Ihre Verfügung nach einiger Zeit überprüfen, beantworten Sie die Fragen am besten noch einmal, ohne sich die früheren Ausführungen vorher anzusehen. So finden Sie leicht heraus, an welchen Punkten sich Ihre Einstellung verändert haben und Sie können die Verfügung entsprechend ändern. Also schriftlich
hat man das entsprechende Gerüst, dann mit anderen drüber sprechen. Ich habe den Hausarzt, den Facharzt für Palliativmedizin und nachdem man schriftlich das verpasst hat und hier reingeguckt hat, den Notar genannt. Und wenn man das überprüft, die gleichen Fragen geben, aber auf die früheren Antworten nicht gucken und dann erst die Antworten nehmen und vergleichen. Vordruck und Muster. Einige Verbände und Vereine bieten Formulare für Patientenverfügungen an. Sie können dort ganz bequem Behandlungswünsche ankreuzen. Aus juristischer Sicht ist ein solches Vorgehen kritisch, da standardisierte Formulare und Musterverfügungen kaum Spielraum lassen, um persönliche Wünsche und die individuelle Situation zu beschreiben. Also Finger weg von Formularen und Mustern. Ich war beim Anwalt, der ist mir mit einem Muster um die Ecke gekommen. Es gibt einen Rechtsstreit, das Arschloch meint, er hätte richtig beraten. Ja, wird spannend. Er hat auch schon die Rechnung angemahnt. Das Ganze endet vor Gericht, deshalb beschäftige ich mich mit diesem Heftchen. Ich finde das interessant, was in der Anwaltskammer so alles möglich ist und was da rumläuft. Es besteht also die Gefahr, dass die Patientenverfügung im Ernstfall nicht anerkannt wird. Daher sollten Sie Ihre Verfügung mit eigenen Worten aufsetzen. Auf den Seiten F11 bis F15 finden Sie die entsprechenden Formulierungshilfen. So, das war's für heute. Ich habe meinem Ärger über den scheiß Anwalt und die scheiß Anwaltskammer Luft gemacht und damit endet diese Sendung oder Folge. Tschüss.